Hallo und herzlich willkommen zurück bei 777. Mein Name ist René, bei mir sind Marcel. Frohes neues Jahr. Stimmt, ist ja jetzt Neujahr, denn in dieser Folge. Und Tomi? Hallo. Für mich war heute der vierte Weihnachtsfeiertag. Wobei, de facto war es eigentlich mein erster. Denn wie man hört, ich bin krank. Heiligabend verkacke. Das ist Quatsch. Und das ist vollkommen gesund. Zusatzinfo, ich liebe Weihnachten, ihr müsst hier mit hinkommen. Und ich aber nicht. Heiligabend, ihr müsst aber. Du darfst aber nicht. Heiligabend war scheiße. Erster Weihnachtsfeiertag konnte ich nirgendwo hin. Zweiten konnte ich nirgendwo hin. Am quasi dritten konnte ich nirgendwo hin. Und jetzt am quasi vierten war ich dann mal bei meinem Dad. Und wer das Haus verlassen kann, der kann auch aufnehmen, dachte ich mir. Alles klar. Also, ratet, was er gerade tut. Demnach ist heute nicht, der 25., 26., 28. Ah, stimmt, ich habe noch gar nicht F9 gedrückt. Was brauchen wir hier nochmal? Den verlorenen Kotzylinder. Kot? Ja. Er ehrt uns doch wieder. Den Zylinder mit dem Kot. Hallo. Müssen wir den ansprechen? Ja, der verkauft den ganz unten. Wenn ihr was seht, das euch gefällt, ruft mich einfach. Oh Gott, da kann ich doch nirgendwo runterspringen, da verreck ich ja. Ja, und ich bin mir ziemlich sicher, dass die letzte Folge genau Silvester kam. Das heißt, diese Folge hier kommt am 1. Das heißt, wir sind und jetzt... wenn nicht, guten Rutsch. Nicht, also es, alles ist auf jeden Fall entweder bis 31. oder bis 1. gewesen. Also es kann sein, dass diese Folge jetzt am 2. ist oder so, aber es müsste auf jeden Fall im neuen Jahr sein. Wenn nicht, mache ich halt die Folge vom 1. Dingens 1. Januar heißt der Monat, richtig? Die wird dann eine Minute lang oder so. Oder ich popel schnell Shadowplay an und nehme die letzten 15 Minuten nochmal auf. Nachträglich, das kann das sein. Kann es tatsächlich auf meinem Tablet auch. Das heißt, wenn ich mir richtig geilen Porno angucke auf meinem Tablet, so auf beliebten Seiten wie, sage ich jetzt nicht, könnte ich sagen, ah scheiße, wie hieß der geile Lesben-Porno von gerade nochmal? Shadowplay? Blit? Sag es mir. So, tatsächlich sogar die letzten 20 Minuten, also alles cool. Sag mal, wer hat denn die Weglegung hier so abgesehen? Das ist ja voll scheiße. Ich hab doch hier meinen Raketenschub. Wir hätten vielleicht vorher die Quests annehmen sollen, da hätten wir jetzt schon mal auf dem Rückweg ein bisschen was töten können. Ja, komm. Wissen wir es fürs nächste Mal und vergessen es dann trotzdem wieder. Waren wir eigentlich beim letzten Mal hatten wir genau auf Nar Shaddaa aufgehört, ne? Wir sind auf Nar Shaddaa gelandet und haben uns gedacht, so, fertig. Das ist aber seltsam. Ich habe ein paar kurze Einträge zu den Kunden. Weiß ich gar nicht. Torrevis? Habe ich Post? Ich habe keine Post. Hier ist das Nippelchen. Das Nippelchen, was übrigens immer noch verbuggt ist. Null Server Map Node ID gleich 0. Etwas vorsichtiger beim nächsten Mal. Bei mir war es richtig. Ach, das andere Ding haben wir ja schon. Echt? Domi ist, hat es auch. Also hier dieses unten rechts, ne? Überbenutzen, um diesen Ort dauerhaft für schnelle Reisen freizuschalten. Ja. Okay. Lieutenant Pümmelchen. Haben wir denn jetzt eigentlich eine andere Planung zwecks Silvester, weil Kevin ja jetzt nicht bei dir pennt? Wir haben gerade 50% von uns erwischt. Sowas nennt man eine Niederlage. Ohne Verstärkung kommen wir alle um. Ja, ihr könnt trotzdem nicht hier pennen, weil wir ja keine Matratzen mehr haben. Achso. Also ihr könnt im Stehen schlafen, ist mir scheißegal. Ihr könnt euch auch im Kühlschrank sperren oder in irgendeinem anderen Schrank. In die Badewanne, Junge. Ja. Benutzen euch als Schild. Aber da ich auch krank bin und alles, ist es eh doof hier mit dem Umsortieren. Und in meinem verseuchten Zimmer. Das will ich euch nicht antun. Und ich mag eure Zahl. Och, wie herzensgut. Wir hatten keinen guten Morgen. Nee, also, so wie ich die letzten Tage gelitten habe, und ihr wisst, als Mann leidet man da, wünsche ich das nicht mal meinem schlimmsten Feind. Und sie beißen also ganz besonders euch nicht. Private Gamba bringt gerade die beeinträchtigte Kampfmoral als ey, der hat voll ja, den cool weil bekanntermaßen keine Freunde sind. Genau. Zum Ausdruck.
Was muss denn getan werden? Ey, ihr wollt Hysterie, ist mir fremd. Er sagt ja so was Langweiliges. Ja, wollte ich auch, weil ich bin die Frau. Das ist eigentlich total Widerspruch. Ja, einmal im Monat ist sie dir dann doch so ein bisschen bekannt. Wenn der Widerstand den in die Hände bekommt, war es das mit Sobrek. Wir stürzen Sobrek uns wieder in den Kampf, sobald wir alle wieder notdürftig sind. Vielleicht nicht die ganze Zeit das Gelaber überlabern. Wie viel medizinische Betreuung braucht der Trupp? Wir haben hier Gehirnerschütterungen, einen gebrochenen Arm, eine gehäutete Hand und unsere Sanitäter sind gerade dabei, jemandem einen... Und Gilderoy-Fekt hat, der macht das schon. Im Komplex lebt niemand mehr. Diese guck mal, ein Pudel. Ihre Feinde nicht mal die Hälfte von uns steht noch auf den Beinen. Könnt ihr uns vielleicht aushelfen? Zum Beispiel da reingehen und die Baupläne holen? Übrigens, Buddy ist extrem happy mit seinem neuen Headset. Oh, dann lass mich mal ran. Jetzt zeigt sich, aus welchem Holz Kopfgeldjäger geschnitzt sind. Sie sind gar nicht aus Holz, sie haben doch Metallrüstung. Die Pläne zur Herstellung der Einzelteile werden getrennt aufbewahrt. Boah, stell dir mal vor, so ein Ritter, wenn die... Meint ihr? Weil irgendwie müssen ja Leute mal auf eine Idee gekommen sein, sich eine Rüstung zu bauen. Dann waren die doch bestimmt auch mal im Entwicklungsprozess so weit, eine aus Holz zu bauen, oder? Bestimmt. Wahrscheinlich, ja. So eine geschnitzte Rüstung. Nee, Buddy ist so happy mit seinem Headset und ich weiß schon, dass es sehr schnell verfliegen wird. Denn es war genauso wie bei uns bei Marcel. Wie lange hatten wir Spaß mit unserer Screaming Bee, mit diesen Stimmenverzerrer, da Chipmunk und so? Eine Woche, einen Monat? Vielleicht einen Monat, ja, vielleicht ein aber. Buddy ist gerade, der rennt gerade durch Altes und dann. Hier spricht Gott, gib Gandalf deine Bewegung. Also wirklich mit so einer Dämonstimme, die aber halt so wie Gandalf klingt. Geilo. Ich suche nach jemandem, der diese Markierungen anbringt. Wo ist der Haken? Ich dachte, es geht um Markierung. Das ist die Mühe. Umsonst gibt's hier gar nichts. Domi, du kannst doch nicht einfach losrennen und Quests abbrechen. Ablehnen. Doch, kann ich. Siehst du doch. Er ist vom Geheimdienst, der kann das. Sobald sie alle platziert sind, kann ich die Bombardierung anordnen. Warnt mich vor. Wenn ich über mir plötzlich Giftbomben fallen sehe, werde ich sehr ärgerlich. Ich will nicht, aber ich sehe, dass die Markierungen und ich bekomme meine Tage, wenn ich das sehe. I'm on my period! Ich muss mal kurz gucken. Nee? Ah, meine Maus ist aktiviert. Das ist gut. Boah, geil, Left-Hander! Was? Ja, super. Oh Gott, ey. Boah, geil, Left-Hander! Aber wo wir gerade bei bekloppten Namen sind, hier ist noch einer, der wirklich scheiße ist. Devil's Girl, Frechdachs. Dachs mit X. Oh Gott. Ja. Ist der freche der deutsche Aktienindex. Ja. Ja, da sind die frechen Unternehmen drin. Ach, das war ja Udo. Bitte entschuldigt. Als wir an dem vorbeigelaufen, dachte ich schon, der hatte wieder irgendwas mit seiner Stimme. Ich dachte, das wäre der beim Kacken, aber den hatten wir ja schon mal. Ich habe übrigens gestern Azkaban geguckt. Passender. Ach, da war Udo ja gar nicht bei. Dr. Revis, imperiales Forschungsbüro. Ich glaube, ich muss mir nach der Aufnahme Feuerkelch angucken. Sieht nicht nach viel aus, was? Das investiert all seine Ressourcen in den Krieg. Das bringt so wenig. Aber vielleicht könnt ihr mir helfen. Ach, weißt du eigentlich. Wir könnten vielleicht auf einen Nenner kommen. Tu mal nicht so, als wär's. Guck mal, er kriegt da gleich wieder einen Hustenanfall. Das Lustige ist, jetzt intelligent. Umso mehr ihr hustet, umso weniger hab ich das verlangt. Dieser Satz wurde erstmal mit einem Huster abgeschlossen. Das Ergebnis irgendwelcher kranken, wundervollen Experimente. Als das Imperium. Ich weiß jetzt schon, wenn es mir Mittwoch nicht richtig gut geht, müssen wir echt ein Sauerstoffzelt dran schaffen, wenn wir bei einem spielen. Ich muss Heroes noch richtig runterladen. Hast du immer noch nicht? Und die Ergebnisse dann sinnvoll einsetzen. Nee, wie denn? Ich hab Frankies Account nicht mehr drin. Achso. Ja, aber ich hab das Passwort gelöscht. Ja, weil er hat nämlich gestern ist er ja angekommen und dann konnte ich nicht fertig runterladen. Das sind, meistens werde ich für lebendig. Ich weiß nicht wann, aber irgendwann, als ich noch Hearthstone gespielt hatte, war er nur im Battle.net online. Also du hättest dich locker drüber einloggen können.
Wenn er gefragt hätte, hätte ich gesagt, es ist Buddy, weil Buddy hat seinen Account auch. Wie der am Verrecken ist, ey. Ey, so ging es mir die letzten drei Tage aber auch. Also, ich hab dir ja von meinem Projektilhusten erzählt. Ey, ich glaube, die Schatten sind gefixt. Die Schatten sind gar nicht mehr so pixelig, oder? Zumindest die da im Hintergrund. Das ist Quatsch. Ja, bei dir sitzt es wahrscheinlich immer noch, aber bei Domi bestimmt nicht mehr. Ich habe gar keine an. Es ist ich kümmere mich darum. Schön, das zu hören. Projekt 6 Fuß ist vielleicht doch das Zentrum des Geschäfts ist nicht weit von hier. Das ist mir. Ich sollte das nicht nachmachen. Das ist gefährlich. Komm mal die Schnauze. Wir sagen doch gar nichts. Und da steht gar nicht Udo. Ich hab Zeit, die sollte ich aushalten. Das klang ein bisschen sehr nach, weiß ich nicht. Ja, ich bin in einer schlechten Position gerade. Übrigens, vorhin voll witzig, wir haben zu viert... Achso, das war noch gar nicht der Witz. Ja, ich wusste, dass du das machst. Und zu viert FIFA gezockt und Marco kam hoch, weil er seinen Bootmanager bei Linux zerschrottet hat zum zweiten Mal. Voller Idiot. Und wieso kam er dann hoch? Ja, weil er sich auf den Stick, weil er sich einen Stick gebootet hat. Und den hatte Rico, oder was? Na, er hat es halt hier oben gemacht, weil Rico die Datei noch dafür auf dem Rechner hatte. Und jedenfalls hat Marco dann versucht, so ein bisschen Smalltalk zu machen und sagte so zu Jasmin, irgendwas ist heute anders an dir, was ist heute mit dir los? Und ich habe halt gesagt, ja, Jasmin hat heute gebadet, weil sie halt gebadet hat. War ein bisschen assi wie ich bin, naja. Ist dir dann aber auch erst jetzt gerade eingefallen. Nö, ich fand das ehrlich gesagt ziemlich witzig. Irgendwas heute anders als die. Sie hat heute auch zur Abwechslung mal gebadet. Ja, es war doch so. Marcel, lass dir von mir gesagt sein, so wird halt niemand mit dem Eimer. Ich bin immer kackendreist ehrlich. Was soll ich denn machen? Das war aber kackendreist ohne ehrlich. Also, es war schon ehrlich, aber es war mehr kackendreist als ehrlich. Ja, aber kackendreist sein ist manchmal witzig. Ist immer witzig, vor allem als Berliner, aber es ist trotzdem irgendwie weird. Boah, warum visiert er denn immer dich an, ey? Liebe. Was soll denn die Kacke? Oder wen meinst du jetzt? Mein Charakter visiert dich immer an. Hast du irgendeinen Skill, der das jetzt kann? Wie gesagt, unsere Skills wurden ja umgepopelt. Kann ja sein, dass das jetzt so ist. Ja, automatische Anvisierung des Partners. Mhm. Ja, das gibt's auch bei WoW mit der F-Taste. Guck mal, drück mal F. Nee, hier geht das nicht. Ich glaube, bei WoW geht das auch schon seit Level 61 nicht mehr. Also, Burning Crusade kam und diese Funktion ging. Da hinten muss ich popeln. Hab ich Soul-Nest? Aua. Soul-Ei? Jetzt kann ich mal meine brennende Frage stellen. Domi, welche Spiele hast du auf der PS4? Ich habe jetzt erstmal nur Assassin's Creed Unity. Okay, dann hatte Marcel recht. Hast du auch noch diese lustigen Bugs oder haben sie mittlerweile behoben? Nö, nee, kam ein Patch. Ja, richtig. Hab ich Lag? Den Famous Second Son und den DLC bekommen. Von wem? Und von Rico oder was? Famous von Rico und Jasmin, also die haben sich das geteilt halt. Und Second Son habe ich jetzt aber schon gestern durchgespielt. Kranker Typ. Hast du ja den ersten Teil gespielt, ja. Das ist eine echte Schande, der war richtig gut. Doch, den ersten Teil habe ich gespielt, aber ich fand den ehrlich gesagt ziemlich doof, weil der nach einer Zeit der wurde ziemlich eintönig nach einer Zeit und das war doof. Ja gut, aber Borderlands wird auch eintönig nach einer Zeit, aber Borderlands ist einfach legendary. Sag mal, Domi hat jetzt einen LAN-Kabel, ich krieg Lag oder wie sieht das hier aus? Ja, genau so. Das ist Absicht. Ich bin so Domis Professor Quirrell. Wir teilen uns die Macht. Und Domi beansprucht gerade 90%.
Jupp. Oh, wir haben die Fuddies umgebracht. Die Fuddies? Die Fuddies. Ich muss mich nur ein bisschen konzentrieren.